Okay, bin ich zum Warmen ganz was einfach, was heißt Aschlings? Links. Aschlings. Ich sag das als Trainer relativ oft. Jetzt ihr müsst schneller rennen, aber Aschlings. Schlingst oder schneller? Na, Aschling, was heißt Aschling? Arsch. Was sagst du denn? Aschlings, der Arsch ist hinten, da hast du recht. Ja. Und wenn ich Aschlings laufe, wie laufe ich noch? Ja, locker. Na. Schneller laufen. Na, geh in die Richtung. Wo ist der Arsch? Hinten, oder? Ja. Wo laufe ich noch hin, wenn ich Aschlings laufe? Nach hinten. Rückwärts laufen. Rückwärts laufen. Gehen wir Aschlings laufen, rückwärts. Ja, ja, 1-0 für mich. Was heißt Lunzen? Lunzen. Pinkeln? Nein. Der, wie alt ist dein Sohn? 4 jetzt. Der noch die am Lunzen. Mittagsschlaf halt. Ja, genau. Lunzen heißt ja, ausruhen. Ausruhen. Hilunzen. Ja. Hilunzen heißt das. Ja. Jules, wenn ich zu dir sage, hey, das ist der fesche Pfarrer. Ein fesche Pfarrer. Ja. Keine Ahnung, was ich. Pfarrer. Pfarrer. Was muss es sein, wenn ich sage, du hast der fesche Pfarrer? Einfach nur gewandt im Allgemeinen? Es ist ein, gewandt, es ist ein Kleidungsstück. Stück, ein Stück. Pfarrer. Der Dings hat es immer an. Der hat immer fesche Pfarrer, unser Sportdirektor, der Köcki. Hat immer ein fesche Pfarrer. Pfarrer ist ein Köcki, Mann. Pfarrer. Pfarrer. Köcki, was hat der Köcki an? Nee, ich glaube, der Köcki hat, was hat er im Arm? Ich glaube, eine schöne Hose. Oder auch eine schöne Hose, ja, hat er an, aber nein, Pfarrer ist was anderes. Ja, dann, wenn ich Schuhe und Hose schon weg habe, dann muss irgendwie das Oberteil sein. Was ist ein Pfarrer? Köcki. Hat er einen Sakko? Keine Ahnung. Nein, nein, Sakko, unter dem Sakko. Hemd? Genau, ist ein Pfarrer. Okay, wie kommt man denn auf sowas? Hemd? Wer denkt sich sowas aus?